Jonas Benzien. Plattform Genossenschaften, Alternativen für gemeinwohlorientiertes Wirtschaften in der Plattformökonomie. Das ist die Frage. Jonas Benzien dürfte wohl der Richtige sein für diese Fragestellungen. Ich fange ganz hinten an. Er ist derzeit ein Fellow des Institutes for the Cooperative Digital Economy an der New School in New York. Er ist ansonsten wissenschaftlicher Mitarbeiter am Berliner Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, wo er die Ausgestaltung der Plattformökonomie in verschiedenen institutionellen Kontexten untersucht. Er ist Mitglied von Platform to Share, einem 5-jährigen Forschungsprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Er hat politische Ökonomie und vergleichende Politikwissenschaft an der Johns Hopkins University, der Freien Universität Berlin und der Universidad Complutense de Madrid studiert und ist jemand, der das Thema digitale Ökonomie auch in der Lehre abdeckt. Jonas Benzien, wir freuen uns, dass Sie bei uns sind und gehen davon aus, dass Sie direkt an der Schnittstelle von Dirk Hebling weitermachen und uns in die Plattform Genossenschaften entführen. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Vielen Dank für die nette Einführung, für die netten Worte. Können Sie mich gut hören? Vielleicht einmal nur wunderbar, ganz kurz einen Daumen hoch. Oh, sehr schön. Genau, ich würde mal meinen Bildschirm freigeben auch, damit Sie meine Präsentation sehen können. Ich teile das hier. Können Sie das sehen? Ja, jetzt noch. Okay. Wunderbar. Perfekt, super. Plattformgenossenschaften, genau. Anknüpfend an Dirk Helbling werde ich mich jetzt um ein spezifisches Phänomen der vernetzten Ökonomie, der Ökonomie 4.0 widmen, nämlich dieser Idee der Plattformökonomie. Was genau das heißt, was Plattformgenossenschaften sind, da werde ich später reingehen, noch tiefer natürlich. Aber die primäre Frage, die sich stellt und die ich jetzt hier am Anfang nochmal aufmachen will, ist, inwiefern sich über diesen spezifischen Ansatz der Genossenschaften im digitalen Raum vielleicht Möglichkeiten für gemeinwohlorientiertes Wirtschaften ergeben können? Das ist die große Frage, die ich natürlich nicht abschließend beantworten können werde, aber wo ich zumindest am Ende ein paar Thesen entwickeln will, unter welchen Bedingungen das möglich wäre. Genau, und ich glaube, damit knüpfe ich sehr gut an das Thema dieses Wirtschaftsgesprächs heute hier, Wirtschaft und Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Was kann das eigentlich für lokale Kreisläufe bedeuten? Ich freue mich sehr, hier eingeladen worden zu sein und hoffe, dass ich hiermit gut etwas beitragen kann zur Diskussion. Genau, jetzt haben Sie mich schon so schön vorgestellt, Herr Pechlaner, deswegen werde ich das kurz halten. Genau, wie Sie genannt haben, ich bin Politikwissenschaftler vom Hintergrund. Meine Forschungsschwerpunkte liegen digitaler Wandel, Stadt-Markt-Beziehung, aber auch kooperative Unternehmensforschung, Formen. Also genau, ich bin schon seit längerem in der Genossenschaftsforschung auch unterwegs und gucke mir unterschiedliche Ausprägungen von Genossenschaften an, mit einem Fokus auf den digitalen Raum. Genau, was möchte ich heute mit Ihnen machen? Ich möchte in 3 Schritten vorgehen. Wenn wir über diese Plattformgenossenschaften sprechen, dann müssen wir natürlich erstmal verstehen, was es eigentlich mit der Plattformökonomie oder wie ich das nennen würde, des Prozesses der Plattformisierung auf sich hat. Also erstmal, was sind überhaupt digitale Plattformen? Warum sind die heute so zentral? Und warum gibt es eigentlich diese gefühlte Notwendigkeit, dass wir eine alternative Form der Plattformisierung, also eine genossenschaftliche, brauchen? Dann werde ich tiefer in das Phänomen der Plattformgenossenschaften einsteigen und gucken, inwiefern sie als gemeinwohlorientierte Alternative überhaupt dienen können. Und dann werde ich enden mit Thesen zu den Potenzialen und Grenzen gemeinwohlorientierter Plattformgenossenschaften. Und dann komme ich gerne auch in die Diskussion mit Ihnen allen. Also die Plattformisierung der Wirtschaft, was hat es eigentlich damit auf sich? Was verstehen wir darunter? Erstmal vielleicht ganz klar machen, was sind eigentlich diese Plattformen? Es ist ein sehr heterogener Begriff, wir verstehen sehr viele unterschiedliche Typen, Formen, Ausprägungen darunter. Aber heutzutage, sozusagen zumindest vor Corona, in vielen Städten, in vielen Ländern sozusagen, mieten sich die Leute ihr Taxi gar nicht mehr über klassische Taxiunternehmen, sondern bestellen sich ein Uber über eine App. Wenn sie verreisen, dann organisieren sie sich ihre Unterkunft größtenteils über Airbnb und nicht über klassische Hotels oder über andere Portale wie Booking.com. Vielleicht teilen wir dann unsere Erfahrungen im Urlaub über solche Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook, Twitter. Vielleicht unterwegs, vor allem jetzt in der Corona-Pandemie im März und April, war das auch zentral, sozusagen Essenslieferungen, wenn man nicht mehr rausgehen durfte, dass man sich das Essen nach Hause liefern konnte, über Plattformen wie Deliveroo, Lieferando, Foodora. Und natürlich auch jetzt immer wichtiger, wir sind gerade mittendrin,
Konferenzen online, Lehre online, Wissenschaft online über Plattformen wie Zoom. Das sind alles unterschiedliche Beispiele für digitale Plattformen, die immer mehr unser Leben bestimmen auf unterschiedlichste Art und Weise. Und um das klarzumachen, digitale Plattformen verlassen uns nicht, selbst wenn wir vielleicht irgendwann mal das Zeitliche segnen. Zwei meiner oder Lieblingsplattformen, Easy Funerals und Gabriel's Vault. Easy Funerals, wenn ich denn mal irgendwann von dieser Welt treten sollte, dann werden wahrscheinlich meine Familie über irgendeine Plattform wie Easy Funerals Vergleichsangebote einholen. Wie kann man das am besten organisieren? Was ist am kostengünstigsten? Vielleicht sieht man das ganz gut an dieser Darstellung, die ich hier aufgezeigt habe. Der Plattformindex, das ist eine Größe, mit der bemessen wird, wie wertvoll die größten Plattformunternehmen sind. Unter ihnen jetzt Google, Facebook, Alibaba, Tencent etc. pp. Und wenn man das hier sieht, im Vergleich zu anderen Einheiten wie dem Nasdaq, dem Dow Jones oder dem DAX, dann sieht man, dass der Plattformindex eine wahnsinnige Wertsteigerung in den letzten 4 Jahren hinter sich gebracht hat. Wir sehen hier natürlich kleine Einbrüche. Hier beginnt die Corona-Krise, also 2020. Und was mir vor allem wichtig ist hierbei, ist, dass der Plattformindex im Vergleich zu den anderen Indexen die größte Wertsteigerung erfahren hat. Was man hieraus mitnehmen kann, ist, dass Plattformen eigentlich die Krisengewinner Nummer 1 sind. Wie gesagt, wir sehen es vor allem daran, dass wir uns selber hier gerade auch auf einer Plattform befinden und dass viele wirtschaftliche Tätigkeiten überhaupt nur über Plattformen gedacht werden können zurzeit. Wir sehen das auch hier, wenn man sich das über 2020 alleine anguckt, dann sehen wir, dass der Plattformindex um 51% zugenommen hat, während der Dow Jones der USA und der DAX aus Deutschland hier verloren haben, 0,7 und 4,6% insgesamt. Also Plattformen machen einen der größten und relevantesten Unternehmenskategorien aus, die wir im Moment haben. Das sehen wir auch, wenn wir uns beispielsweise die Fortune 500 angucken, ein Ranking der wertvollsten Unternehmen. Hier sehen wir, dass in den USA die 5 wertvollsten Unternehmen mittlerweile Plattformunternehmen sind. Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, häufig auch als GAFAM-Unternehmen abgekürzt. Und dann erst im Anschluss sehen wir traditionelle Unternehmen wie beispielsweise Walmart, Visa oder die großen Banken wie Morgan Chase. Zentral hierbei ist aber, dass das hier sich nur darauf bezieht, auf den Wert der Unternehmen. Wenn wir uns das nach Revenue unterteilt angucken, also nach dem tatsächlichen Mehrwert, der generiert wird, sehen wir, dass Plattformen viel weniger in diesen Listen auftauchen. Dann auf einmal sozusagen das Unternehmen, was die meiste Revenue erzeugt, ist Walmart mit 523 Billionen Dollar und erst dann folgen Amazon und Apple und die anderen Plattformen finden sich in der Top 10 gar nicht. Jetzt stellt sich die Frage, warum ist das so? Warum sind Plattformen auf der einen Seite so wertvoll, aber auf der anderen Seite gar nicht so relevant, wenn wir uns das nach Revenue angucken? Und um das zu verstehen, müssen wir uns erstmal ein bisschen genau angucken, was eigentlich Plattformen ausmacht als ökonomisches Modell. Was genau also ist eine digitale Plattform? Ich persönlich definiere eine Plattform immer entlang dreier Kriterien. Auf der einen Seite ist eine Plattform ein mehrseitiger Markt, im Rahmen dessen Inter- und Transaktionen zwischen heterogenen Nutzungsgruppen ermöglicht werden. Das klingt abstrakt, lässt sich aber an einem Beispiel relativ einfach nachvollziehen. Airbnb, die Übernachtungsplattform, vermittelt beispielsweise zwischen zwei Nutzungsgruppen. Auf der einen Seite gibt es die Personen, die ein Zimmer haben und anbieten. Auf der anderen Seite gibt es Personen, die ein Zimmer suchen. Und Airbnb stellt einen Markt dar, innerhalb deren diese unterschiedlichen Nutzungsgruppen verknüpft werden können. Die Suchenden stellen ihr Fragen nach Zimmern, die anderen bieten es an. Airbnb ermöglicht die Interaktion und im besten Fall die Buchung des Zimmers. Straightforward. Gleichzeitig ist eine Plattform aber auch ein softwarebasiertes Geschäftsmodell. Plattformen beispielsweise generieren Profit, unter anderem über Nutzungsgebühren, also die Zimmersuchenden wie auch die Zimmerbietenden müssen Gebühren abführen, wie auch über Werbung. Das ist vor allem bei Facebook und Google der Fall. Das heißt, Werbefläche auf den Plattformen wird verkauft und die Plattform nimmt Geld darüber ein, dass Werbekunden Werbung schalten können. Und drittens und am allerwichtigsten ist die Eigenheit, dass digitale Plattformen eine digitale Infrastruktur darstellen, die das Extrahieren großer Datenmengen ermöglichen. Das ist wirklich das, was wir essentiell mitnehmen sollten hiervon. Denn Airbnb
ist nicht nur deshalb wertvoll oder es ist vor allem deshalb nicht wertvoll, weil es Gebühren einnimmt und weil es sozusagen Werbefläche bereitstellt, sondern weil es wahnsinnig viel als Unternehmen weiß über die Nutzungsgruppen, die sie in Verbindung miteinander setzt. Was heißt das konkret? Airbnb weiß nicht nur, wie viele Zimmer irgendwo eingestellt sind, sondern es weiß von mir als Zimmersuchenden, wo ich Zimmer suche, in welchem Zeitraum ich diese Zimmer suche, was ich bereit bin, dafür zu zahlen, wie häufig ich verreise, von welchen Orten aus ich die Plattform aufrufe. Und von den Zimmerbietenden weiß es, sagen, wohnt die Person eigentlich tatsächlich da? Ist es eine professionelle Untermiete? Wie viel ist die Person bereit zu nehmen für ein Zimmer? Was ist sozusagen der Mindestwert? Was ist der Höchstwert? Alle diese Daten verraten uns extrem viel über das Verhalten, über die Präferenzen von den Nutzenden dieser Plattform. Und es sind diese Daten, die dann zu Big Data aggregiert werden können, die den zentralen Wert dieser Plattform ausmachen. Das ist ein Versprechen in die Zukunft, dass über diese Daten neue Geschäftsmodelle realisiert werden können, die dann tatsächlich schlussendlich eine besondere oder eine höhere Form von Revenue-Modellen ermöglichen. Das heißt, hierüber können wir verstehen, warum Plattformen so eine so hohe Bewertung erfahren, aber gleichzeitig bisher noch nicht so viel Revenue generieren. Es handelt sich hierbei sozusagen um Geschäftsmodelle, die ein Versprechen in die Zukunft bedeuten. Wir sehen aber darüber hinaus, dass es einige ökonomische Besonderheiten digital auf den digitalen Plattformen gibt. Und ich möchte jetzt hier drei hervorstellen. Da handelt es sich immer um die Netzwerkeffekte, die Login-Effekte und die positiven Skaleneffekte. Was heißt das? Netzwerkeffekte bedeutet ganz simpel, dass die Attraktivität einer Plattform mit der Anzahl der NutzerInnen steigt. Wenn ich mit meinen Freunden und Freundinnen kommunizieren will und ich tue das auf Facebook oder Twitter, dann kann ich davon ausgehen, dass die meisten meiner Freundinnen sich dort auch befinden. Tue ich das auf einer alternativen, vielleicht auch genossenschaftlich organisierten Plattform wie Mastodon, dann weiß ich, dass ich dort mit einer deutlich geringeren Gruppe von Menschen kommunizieren kann. Das heißt, die Attraktivität von Twitter generiert sich auch daraus, dass dort viele Leute anwesend sind. Login-Effekte bedeutet, dass der Wechsel von einer Plattform zu einer anderen dadurch erschwert wird, dass es bestimmte Wechselbarrieren gibt. Dazu zählt unter anderem die Ratings oder das Prestige, was mit einem Profil einhergeht. Wenn ich auf Twitter 15.000 Follower habe, dann werde ich nicht einfach so zu einer anderen Plattform wechseln, weil ich diese Follower ja nicht mitnehmen kann. Das gleiche gilt für Arbeitsplattformen wie Uber, wo die Personen natürlich häufig von den Ratings abhängig sind, die sie auch nicht mitnehmen können. Also bevor ein Fahrer von Uber zu einer alternativen Plattform wechselt, wird er sich das dreimal überlegen, wenn seine Reputation von den Referenzen abhängt, die er auf der einen Plattform gewonnen hat. Und zuletzt die positiven Skaleneffekte. Hierunter verstehen wir, dass die durchschnittlichen Produktionskosten je Einheit mit größerer Zahl der produzierten Einheiten sinkt. Ganz simpel gesagt, die Plattform erstmal aufzubauen, ist extrem teuer. Das ist ein wahnsinnig aufwendiger und teurer Prozess. Aber jede weitere Trans- oder Interaktion im Anschluss zu ermöglichen, ist sehr günstig. Es fallen fast keine zusätzlichen Kosten an oder Fixkosten dafür, dass jede weitere Einheit produziert wird. Die meisten Kosten fallen ganz am Anfang an. Was ergibt sich daraus? Ganz simpel formuliert, große Plattformen werden immer größer, neue Plattformen haben es schwer, sich zu etablieren. Das ist wichtig zu verstehen, warum das der Fall ist, wenn wir uns später angucken, welche Potenziale denn eigentlich solche kooperativen, genossenschaftlichen und lokal basierten Plattformen haben. Und aus diesem Prozess, dass große Plattformen immer größer werden, ergibt sich eine Art der Zentralisierung von Macht. Und das möchte ich jetzt nochmal kurz ausführen, damit wir verstehen, auf welche unterschiedlichen Arten und Weisen diese großen digitalen Plattformen eigentlich unseren Alltag prägen. In meiner Forschung differenziere ich immer vier Formen von Macht, die diese großen, häufig Shareholder getragenen Plattformen ausüben können. Zuerst einmal die interne Marktmacht. Wie eben kurz dargelegt, handelt es sich bei diesen digitalen Plattformen selber um mehrseitige Märkte. Und die Plattformen können diese Spielregeln für diese Märkte größtenteils selber setzen. Sie können beispielsweise Voraussetzungen dafür festlegen, unter welchen Bedingungen eine Person an diesem Markt teilnehmen kann. Das klassische Beispiel ist immer Uber. Ein Uber-Fahrer, der unter einer Bewertung von 4 fällt, also 4 von 5 Sternen, kann von der Plattform ausgeschlossen werden. Wir sehen auch die Möglichkeit, dass digitale Plattformen nicht nur den Markt bereitstellen, sondern selber auch als Akteure auf diesem Markt agieren. Apple beispielsweise bietet selber Produkte in ihrem App Store an. Das war immer schon auch eine teilrechtliche Frage. Und die Frage,
kann sich Apple selber bevorteilen, da sie gleichzeitig den Markt bereitstellen und in diesem Markt agieren. Also Plattformen strukturieren diese Märkte, in denen agiert wird. Das ist zentral, um zu verstehen, welche Möglichkeiten sich für kleinere Plattformen bieten. Dann natürlich externe Marktmacht. Wir haben es eben gesehen, der Wert dieser Plattform ist so enorm. Auch das Kapital, was diese Plattform einnehmen können über Venture Capital etc., dass Plattformen, diese großen Plattformen häufig die Möglichkeit haben, Konkurrenten einfach aufzukaufen. Das heißt, alternative, kooperative Plattformen müssen sich auch überlegen, wie sie sich davor schützen können oder wollen, aufgekauft zu werden. Ein dritter Aspekt, der zentral ist, ist die politische Macht. Plattformen in vielerlei Hinsicht unterwandern bestehende Regulierungen, vor allem in Bezug auf das Kartellrecht sehen wir das häufig. Es gab sehr viele Urteile in den letzten Jahren in Deutschland, in den USA, in Frankreich, wo digitale Plattformen Strafezahlungen vollziehen mussten, weil sie eben bestimmte kartellrechtliche Spezifizierungen unterwandert haben. Sie beeinflussen auch Diskurse. Wir sind wahrscheinlich alle bewusst, nächste Woche ist wieder die Wahl in den USA. Vor 4 Jahren der Einfluss, den Facebook, Twitter etc. auf die Wahl haben, war enorm. Das Gleiche gilt für Brexit und ähnliche Prozesse. Plattformen werden immer mehr zu informationalen Bottlenecks, über die Menschen sich informieren und die zentral damit auch Politik selber machen. Und das führt mich zum vierten Punkt, der informationalen Macht. Denn Plattformen haben natürlich, dadurch, dass sie private Akteure sind, haben natürlich auch die Möglichkeit, Informationen zeitlich oder räumlich zu begrenzen. Wenn sie wollen, könnten sie bestimmte Menschen ausschließen von der Plattform. Sie könnten in bestimmten Regionen die Nutzung der Plattform für eine bestimmte Zeit einschränken. Das heißt, wir sind hier auch in einem Prozess, in dem Informationen sehr stark über private Akteure vermittelt werden. Und das führt zu den Kontroversen, denen viele von uns wahrscheinlich bewusst sind. Hier nur ein kurzer Auszug. Die Frage nach der Monopolisierung. Kommen wir eigentlich in eine Welt, in der bestimmte Märkte, bestimmte Sektoren, in denen Plattformen eine Art Monopolstellung einnehmen? Die Frage des digitalen Prekariats. Was bedeutet es eigentlich, dass Arbeit immer mehr über diese digitalen Plattformen organisiert wird? Was für Arbeitsbedingungen entstehen dabei? Sind das prekäre Arbeitsverhältnisse? In vielen Fällen ist es so. Die Frage des Umweltschutzes. Natürlich nicht zu vernachlässigen. Es geht um Serverfarmen, die aufgebaut werden müssen, damit diese Plattformen laufen können. Vor allem auch bei Blockchain-Prozessen ist es natürlich enorm, was an CO2-Ausstoß damit verbunden ist. Und zuletzt dann auch Aspekte wie die Demokratie. Die Frage, welche Rolle spielen eigentlich Plattformen in unseren politischen Prozessen? Wie funktioniert demokratische Meinungsbildung innerhalb dieser neuen Strukturen? Das sind alles zentrale Fragen, die mich auf 2 Aspekte bringen, die ich jetzt im Folgenden im Hinterkopf haben will, wenn wir uns diese alternativen Plattformen angucken. Nämlich, wer besitzt und wer entscheidet? Das sind eigentlich die 2 zentralen Fragen, mit denen wir uns im Kontext dieser Plattformökonomie auseinandersetzen müssen. Denn die Frage der Privatheit, also wer ist im Besitz dieser Plattformen, die entscheidet auch viel darüber, welche Entscheidungen auf diesen Plattformen getroffen werden können. Also beispielsweise, wenn ArbeitnehmerInnen Mitglieder oder auch über ein genossenschaftliche Modelle im Besitz dieser Plattform sein könnten, hätten sie die Möglichkeit, Entscheidungen so zu treffen, dass sie in Bezug auf algorithmisches Management, auf ihre Liefertätigkeiten etc. pp. Nachhaltiger wirtschaften könnten. Das ist die Frage, aber diese beiden Aspekte sind die zentralen Aspekte, an die der Plattformkooperativismus anknüpft. Die Frage, wer ist eigentlich im Besitz der Plattform und wer entscheidet darüber, wie diese Plattformen ausgestaltet sind. Und darauf aufbauend möchte ich jetzt im 2. Teil meines Vortrags mir diese Plattformgenossenschaften als eine mögliche Alternative anschauen und fragen, inwiefern darüber gemeinwohlorientiertes Wirtschaften auch in lokalen Räumen und in lokalen Kreisläufen ermöglicht werden können. Aber zuerst noch mal ganz kurz, wenn wir uns diese Frage nach Alternativen stellen. Wir haben jetzt dieses Bild gezeichnet der Plattformökonomie als einen Prozess der Zentralisierung, als einen Prozess, der sehr stark durch die Entstehung neuer Machtverhältnisse geprägt ist. Wenn wir uns fragen, was wären denn die Alternativen, dann sollten wir uns klar machen, dass es natürlich unterschiedliche Alternativen gibt, die auch zusammenspielen müssen und sollten. Auf der einen Seite können wir uns sozusagen auf den Staat fokussieren und fragen, was für Möglichkeiten haben eigentlich Regierungen, um diesen Prozessen entgegenzuwirken oder die zu strukturieren. Klar, eine Antwort ist natürlich Regulierung, also Ordnungsrecht. In Kalifornien beispielsweise wird jetzt gerade über einen Gesetzesprozess versucht, die Arbeitsbedingungen in der Plattformökonomie zu adressieren. In Europa und in Deutschland wird das Kartellrecht neu ausformuliert, das Haftungsrecht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, staatliche Plattformen
aufzubauen. Das sehen wir immer mehr. In Berlin beispielsweise hat der lokale Nahverkehrsdienstleister, die BVG, hat eine eigene staatliche Plattform aufgebaut, in der unterschiedliche Mobilitätsangebote zusammengebracht werden sollen. Das sehen wir in immer mehr Kontexten. Gaia X auf europäischer Ebene als eine europäische Alternative zu den US-amerikanischen Cloud-Diensten, dass die Staaten immer mehr selber agieren, auch als Anbieter von Plattformen. Aber was uns heute mehr interessieren soll, sind die Aspekte, die sich im Markt und in der Zivilgesellschaft verorten lassen. Und wir haben einmal ganz dezentrale Plattformen, da möchte ich heute nicht so sehr darauf eingehen, wie beispielsweise Freifunk, in denen ohne Unternehmensform, häufig in Form von Vereinen gewirtschaftet wird und in denen eigentlich komplett ohne Ort, an dem zentrale Informationen zusammenlaufen, Plattformsysteme aufgebaut werden. Und wir haben diese zentrale Bewegung der genossenschaftlichen Plattformen, über die ich mich jetzt in den letzten Minuten spezifisch fokussieren will und die Sie ja auch schon mit Trevor Scholz, meinem Kollegen, im August diskutiert hatten. Also, was hat das mit diesen genossenschaftlichen Plattformen auf sich? Was ist das Konzept des Plattformkooperativismus? Sie haben es zwar schon diskutiert, aber ich werde es jetzt nochmal ausführen, weil wahrscheinlich nicht alle Personen, die heute hier sind, auch im August bei dem Treffen dabei waren. Die Idee ist ganz simpel vom Plattformkooperativismus. Man nimmt den traditionellen Genossenschaftsgedanken und verbindet ihn mit dem Modell der digitalen Plattform, wie ich es gerade eingeführt habe. Und daraus entsteht diese Art Bewegung des Plattformkooperativismus. Und ich persönlich würde immer argumentieren, dass dabei vier Aspekte zentral sind. Erstens die kollektive Entscheidungsfindung. Im klassischen genossenschaftlichen Sinne, one person, one vote. Das Selbsthilfeprinzip, das Förderprinzip und das Identitätsprinzip. Es geht darum, dass sich in eine Gemeinschaft zusammengeschlossen wird, die Gemeinschaft wirtschaftet und gemeinsam kollektiv Entscheidungen trifft. Im zweiten, daraus abgeleitet, die Idee des gemeinsamen Besitzes. Die Mitglieder der Plattformen, die NutzerInnen, sind selber Besitzerinnen der digitalen Plattformen. Drittens, es geht um Solidarität und Kooperation. Wenn wir uns die ICA, also die International Cooperative Alliance, angucken, dann haben die bestimmte Prinzipien der Genossenschaftlichkeit im Sinne des sechsten Prinzips, dass sich Genossenschaften untereinander helfen, will der Plattform-Cooperativism auch darauf abzielen, dass es Solidarität zwischen diesen Plattformgenossenschaften gibt. Und viertens geht es auch um ein neues Innovationsverständnis. Also es soll nicht darum gehen, immer noch weiter, neuer und tiefer und bessere Plattformen zu entwickeln, sondern bereits bestehende Plattformmöglichkeiten, Plattformanwendungen in einem sozialen Sinne anwendbar zu machen. Und wenn man das zusammendenkt, dann ergibt sich, und jetzt hier zitiere ich einmal Trevor Scholz, ergibt sich, dass es sich bei dem plattformbasierten Genossenschaftswesen nicht nur um einen wirtschaftlichen Ansatz handelt, sondern dass es ein Begriff oder eine Bewegung ist, der technologische, kulturelle, politische und soziale Veränderungen beschreibt. Und das Ziel, eines der propagierten Ziele dieser Bewegung, ist auch die Erschaffung eines gemeinwohlorientierten Ökosystems. Also weg von dieser Idee, was damals sozusagen über den Begriff der Sharing Economy häufig zugespitzt wurde. Wir teilen, aber die Ergebnisse unseres Teilens, die werden extrahiert, die werden in einem extraktiven Sinne an diese zentralen Plattformen geleitet, dass man es schafft, ein kooperatives Ökosystem aufzubauen, in dem die, die an der Wertschöpfung beteiligt sind oder die die Wertschöpfung generieren, tatsächlich auch daran beteiligt sind und die Plattform selber besitzen. Was bedeutet das empirisch? Es klingt ja alles schön und gut. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass wir nicht in einer Welt sind, in der wir kurz davor stehen, dass Amazon jetzt morgen abgelöst wird und stattdessen Vermondo die zentrale Plattform ist oder dass Spotify durch Resonate abgelöst wird. Wir reden hier immer noch über ein Thema, was sich sehr stark in der Nische befindet. Wenn wir uns die Eckdaten angucken, es gibt in mittlerweile circa 304 Organisationen im Ökosystem. Davon sind 148 im engeren Sinne Plattformgenossenschaften, die anderen sind Unterstützungsorganisationen und die Hauptsektoren, in denen sich das bewegt, sind Mobilität, Lieferdienste, E-Commerce, also Marktplätze oder aber auch Cloud-Services. Und die ökonomische Relevanz lässt sich nicht so ganz leicht beziffern. Ich habe mal versucht, die relevantesten Daten hier zusammenzusuchen, aber es gibt keine systematischen Betrachtungen der ökonomischen Relevanz dieser einzelnen Plattformkooperativen. Dafür sind sie noch zu klein. Aber wir sehen beispielsweise Stocks United aus Kanada, ist ein Anbieter für Stock Photography, also konkurriert beispielsweise mit Getty Images oder Shutterstock. Und die sind in dem Markt sehr relevant. Also in 2017 hatten sie einen Revenue von 10,7 Millionen US-Dollar.
US-Dollar und sind ein florierendes Unternehmen, das sich sehr stark stabilisieren konnte. Servi Cooperative, das ist ein Unternehmen, über das eine Genossenschaft, in dem Patienten ihr Wissen über ihren gesundheitlichen Zustand sammeln und dann an bestimmte Pharmaunternehmen kollektiv verkaufen können, so wie sie das wollen. Also das Wissen der Patienten aufarbeiten und an interessierte Unternehmen zur Verfügung stellen. Die haben mit ihrem innovativen Ansatz jetzt Venture Capital Finanzierung bekommen. Also in Teilen führt dieser Plattform Cooperativism Ansatz auch in die traditionellen Finanzierungsstrukturen des Venture Capital Ansatzes. In Deutschland beispielsweise Femondo ist einen anderen Weg gegangen, nicht über das Venture Capital, sondern über das Crowdfunding. Und die haben damals in der ersten Runde 146.000 Euro eingenommen. Das war damals die zweitgrößte Crowdfunding-Kampagne aller Zeiten in Deutschland. Und viele dieser Plattformgenossenschaften sind immer noch in Nordamerika und Europa anzusiedeln. Das sehen wir hier rechts. Aber in den letzten Jahren ist das Phänomen immer relevanter geworden, auch im globalen Süden. Beispielsweise in Brasilien organisieren sich jetzt sogenannte Müllsammler, also die auf der Straße Müll sammeln und dann zu den Verbrennungsanlagen bringen, über eine Plattformgenossenschaft. In Südafrika ist eine Plattformgenossenschaft entstanden, die Lastkraftwagenfahrer verbindet, sagen, um in ein besseres eine bessere Bargaining Position zu bringen. Und in Indien haben sich im Staat Kerala immer mehr Frauen zusammengetan, um sogenannte Beauty Services über eine Plattformgenossenschaft anzubieten. Also das Konzept verbreitet sich immer mehr auch in andere Teile der Welt. Genau. Gleichzeitig muss man aber auch verstehen, dass es sich hier nicht nur um einen ökonomischen Prozess handelt, sondern auch um eine Art Bewegung, vielleicht sogar eine soziale Bewegung, die aktiv von Personen, von sogenannten Scholar Activists vorangetrieben werden, die das auch als Vision oder als moralisch aufgeladene Perspektive beispielsweise gegen die Sharing Economy verstehen. Dazu zählen hier beispielsweise Trevor Scholz, den Sie kennen, Janelle Orsi, aber auch Nathan Schneider, die in unterschiedlichen Blogposts und Büchern sozusagen diese Idee ausgeführt haben, die seit mehreren Jahren Konferenzen organisieren jährlich. Nächstes Jahr werden wir diese Konferenz in Berlin organisieren beispielsweise, zusammen mit Trevor Scholz, in denen sozusagen dieses Netzwerk trifft und weiterentwickelt. Genau, es wurde auch viel Lobbying in den letzten Jahren durchgeführt, beispielsweise als Andrea Nahles noch Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands war, haben sie in einem Treffen versucht zu evaluieren, inwiefern sich die SPD diese Idee des Plattformkooperativismus zu eigen machen kann. Und in den letzten zwei Jahren sind vor allem Institution-Building-Prozesse entstanden. Das heißt, es wurden Institutionen aufgebaut, die helfen sollen, diese Bewegung aktiv zu fördern. Also vor allem in Deutschland beispielsweise auch ein Ableger dieses internationalen Konsortiums. Es ist ein Development Kit entstanden, was die Gründung dieser Plattformen vereinfachen soll. Und in den USA ist ein Incubator entstanden, der aktiv auch darauf abzielt, neue Plattformgenossenschaften zu fördern. In diesem Kontext muss man auch dieses Institute for the Cooperative Digital Economy verstehen, bei dem ich derzeit Fellow bin. Da geht es sozusagen im Sinne der Forschung darum, diese ganzen Prozesse auch wissenschaftlich einzuordnen. So, jetzt möchte ich in den letzten 5 bis 10 Minuten mit Ihnen nochmal uns mehr genauer angucken, was kann das denn jetzt für lokale Wirtschaftskreisläufe heißen? Unter welchen Bedingungen kann das eigentlich einen Mehrwert auch für Regionen wie bei Ihnen liefern? Und dafür möchte ich mir 3 unterschiedliche Plattformen einmal kurz intensiver angucken. Femondo aus Deutschland, CoopCycle aus Frankreich und Up & Go aus den USA. CoopCycle ist in der Selbstbeschreibung eine democratically governed federation, eine Föderation of European Bike Delivery Co-ops that enables its member co-ops to reduce costs through resource pooling. Was heißt das? Eigentlich ist CoopCycle ein sogenannter Dachverband, eine Genossenschaft der Genossenschaften. CoopCycle entwickelt Software, sogenannte Food Tech Software, die bestimmten Lieferdienstplattformen zur Verfügung gestellt werden kann. Und dann reden wir jetzt von Alternativen zu Deliveroo oder Lieferando oder Uber Eats. Das heißt, in unterschiedlichen Orten in Europa haben sich lokale Produktivgenossenschaften zusammengeschlossen, die eben diese Lieferdienstservices bereitstellen, beispielsweise Essen von einem Restaurant zu ihrem Hause bringen, und die können auf die Software von CoopCycle zurückgreifen. Das heißt, das Ausgangsproblem, was hier adressiert ist, prekäre Arbeitsverhältnisse in der Gig-Economy, die Arbeitsverhältnisse sind schlecht für diese ArbeitnehmerInnen, algorithmisches Management wurde eben schon genannt. Und dagegen möchte CoopCycle ein genossenschaftlich organisiertes Social Franchising-Prinzip setzen. Also die Software, die CoopCycle produziert, die Plattform selber,
die können diese lokalen Produktivgenossenschaften dann nutzen, wenn sie sich bestimmten sozial-ökologischen Mindeststandards verschreiben. Das heißt, sie sagen, wir agieren sozial im spezifischen Sinne, wir agieren ökologisch im spezifischen Sinne und dann können wir Zugang zu dieser Software bekommen. Und das explizite Ziel dabei ist, dass lokale Wirtschaftskreisläufe gefördert werden sollen. Also diese Produktivgenossenschaften sollen in den Kontexten, in denen sie agieren, dort soll sozusagen die Wertschöpfung bleiben. Es soll ein Fokus auf nachhaltige Restaurants und Unternehmen gelegt werden. Und über diese Verbindung, diese Vernetzung dieser unterschiedlichen Produktivgenossenschaften soll diese übergeordnete Dachgenossenschaft Coop-Cycle getragen werden, die sich dann beispielsweise der Weiterentwicklung der Software verschreiben kann. Und das heißt, geschäftsmodellmäßig, diese Produktivgenossenschaften, klar, die funktionieren über Provisionen, aber sie geben einen Teil ihrer Einnahmen an Coop-Cycle weiter, die dann damit den genossenschaftlichen Dachverband weiterentwickeln oder eben die Software weiterentwickeln. Und wir sehen, dass das in den letzten Jahren sich stark ausgebreitet hat in Europa, zuerst in Paris, aber dann in unterschiedlichen Städten in Frankreich, dann 2018 nach Schottland und Spanien, in 2019 nach Deutschland und jetzt in 2020 auch nach Polen. Mittlerweile gibt es mehr als 20 Produktivgenossenschaften, die auf lokaler Ebene diese Coop-Cycle Software nutzen, aber da ihre Wirtschaftskreisläufe organisieren. Coop-Cycle ist tatsächlich ein Unternehmen, was einen sehr innovativen Ansatz hat und sich immer mehr etabliert auch als Alternative zu diesen zentralen Anbietern. Das zweite Beispiel, was ich gerne aufmachen wollen würde, ist Up & Go. Up & Go beschreibt sich selber als eine cooperatively owned house cleaning Plattform that connects customers to worker owned cooperative businesses und fährt ein bisschen ähnlichen Ansatz wie Coop-Cycle. Hier geht es um house cleaning services, das heißt, ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, Helpling wäre jetzt eine Alternative in Deutschland, in den USA ist es Handy, das heißt, ich gehe auf die Plattform, ich suche eine Reinigungskraft für meine Wohnung und dann kann ich mir diese Person über diese Plattform buchen. Up & Go vernetzt Produktivgenossenschaften, die schon lange Zeit in New York Reinigungsdienste bereitgestellt haben und erlaubt denen, ihre Services kollektiv über diese Plattform bereitzustellen. Das heißt, das Ausgangsproblem, was hier adressiert wird, sind die prekären Arbeitsverhältnisse in der Gig-Economy. Und es geht um die Förderung und die Gemeinwohlorientierung liegt explizit darin, dass gesellschaftlich marginalisierte Gruppen gefördert werden sollen. Denn Up & Go inkorporiert nur Produktivgenossenschaften von migrantischen Frauen. Also es geht explizit darum, eine bestimmte Gruppe über diese Plattform zu fördern. Und in New York ist Up & Go mittlerweile sehr erfolgreich, der zweitwichtigste Anbieter im Markt. Und derzeit ist geplant, auch im Sinne des Social Franchising, diese Software für andere Städte bereitzustellen. Also auch hier ein ähnlicher Ansatz. Man entwickelt eine Software auf übergeordneter Ebene, bringt diese Software aber in unterschiedlichen lokalen Kontexten zur Anwendung. Das heißt, man ausdifferenziert im Sinne der funktionalen Differenzierung, dass auf der einen Stelle genossenschaftlich an der Software gearbeitet wird und an der anderen Stelle die wirtschaftlichen Kreisläufe organisiert werden. Das letzte Beispiel, Vermondo aus Deutschland. Hierbei handelt es sich um einen Marketplace, also um einen E-Commerce-Marktplatz, der auf die Promotion von Fair Goods, also fair gehandelten Gütern und Services abzielt. Es geht in dem Sinne um nachhaltigen und responsible Konsum, also verantwortungsbewussten Konsum. Das Ausgangsproblem hier ist anders als bei den anderen beiden Plattformen. Hier geht es nämlich vielmehr um die monopolähnliche Stellung von Amazon. Die erzeugen nämlich Abhängigkeiten in der Lieferkette, also die Unternehmen, die über Amazon etwas anbieten, werden immer abhängiger von den Strukturen von Amazon, von den Regeln, die für den Markt gesetzt werden. E-Commerce zielt auch immer auf mehr Konsum ab, also Leute, die dies gekauft haben, würden auch das kaufen. Es geht immer darum, Konsum zu induzieren und Vermondo versucht dagegen, eine Anreizschaffung für den Konsum fairer Güter zu ermöglichen. Das heißt, die Vermittlungsgebühr, die anfällt für normale Güter, liegt bei 7%, aber faire Güter werden nur mit 3% veranschlagt. Das heißt, hierdurch sollen diese Anreize für diese Form von Konsum geführt werden. Gleichzeitig ist Vermondo eine Multi-Stakeholder-Genossenschaft. Das heißt, sie versucht, alle betroffenen Nutzungsgruppen mit einzubeziehen. Das heißt, die KonsumentInnen, das heißt aber auch die produzierenden Unternehmen, die ihre Waren über die Plattform anbieten, wie auch die ArbeitnehmerInnen der Plattform selber und versucht, sie in einem Multi-Stakeholder-Modell alle gemeinsam einzubinden. So, was lernen wir daraus? Ich glaube, dass es wichtig ist, zu differenzieren zwischen drei Typen von Kooperativen oder von diesen Plattformgenossenschaften. Einmal die Infrastrukturplattformen, wie beispielsweise Vermondo. Da geht es um User Ownership. Also man will diese Infrastrukturen, diese Marktplätze, diese Streaming Services, man will die in die Hände ihrer NutzerInnen bringen. Und da geht es um globale Netzwerkeffekte. Das heißt, wir könnten uns auch vorstellen, dass Vermondo zwar aus Deutschland heraus operiert, aber dass man auch in Brasilien oder in Sudans, in Italien oder
in den USA über Vermondo Güter kaufen kann. Demgegenüber stehen diese kooperativen Arbeitsplattformen, wo es eigentlich wirklich um Worker Ownership geht und um lokale, dezentrale Lösungen für faire Arbeitsbedingungen. Ein Beispiel wäre jetzt Up and Go. Hier geht es eigentlich gar nicht so sehr um diese globalen Netzwerkeffekte. Es geht darum, lokale Kreisläufe zu schaffen und ein horizontales Scaling zu ermöglichen. Das heißt, Up and Go kann so, wie es funktioniert, getrennt voneinander in New York, in Berlin oder in Austin, Texas organisiert werden. Und zuletzt, der dritte Aspekt, das sind diese kooperativen Dachplattformen, die gar nicht so sehr selber Dienstleistungen anbieten, die aber versuchen, in bestimmten Sektoren diese Plattformkooperativen zu vernetzen und bestimmte Aufgaben zu übernehmen, wie beispielsweise die Weiterentwicklung der Software. Und was hier spannend ist, und ich glaube, das ist das, womit ich jetzt gleich enden will mit meinen Thesen, dass wir im Kontext der digitalen Ökonomie nicht mehr so sehr diese Trennung zwischen den globalen Strukturen und den lokalen Strukturen denken können, sondern dass wir Institutionen und Praktiken schaffen müssen, die es uns erlauben, diese beiden Aspekte zu verbinden. Dass wir eben lokale Kreisläufe organisieren können, dass wir lokales Wirtschaften organisieren können, dass wir aber gleichzeitig die Vorteile dieser global aufgestellten Plattformen mitnehmen können. Und ich glaube, diese kooperativen Dachplattformen sind ein wichtiger Weg, um das im Kontext der Plattformökonomie zu ermöglichen. So, damit möchte ich mit meinen letzten zwei Slides enden, wo ich kurz jetzt aus diesen Überlegungen heraus ableiten will, Thesen über die Potenziale und Grenzen des Plattformkooperativismus. Und dann freue ich mich auf die Diskussion mit Ihnen. Natürlich, klar, der Plattformkooperativismus, wie gesagt, wird nicht morgen die zentral organisierte Plattformökonomie ablösen. Die ökonomischen Grenzen liegen auf der Hand. Amazon, Facebook, Google haben wahnsinnige, nicht nur Kapitalreserven, sondern auch Daten einfach bei ihnen liegen, die es ihnen ermöglichen, ihre Plattformen zu optimieren. Wir müssen ehrlich sein, diese Plattformen haben auch sehr gute Angebote. Wir alle nutzen sehr gerne Zoom, einfach weil es gut funktioniert. Die alternativen Angebote, Jitsi etc. haben nicht die gleiche Nutzerfreundlichkeit. Das liegt daran, dass die ökonomischen Potenziale natürlich eine wahnsinnige Optimierung dieser Plattform ermöglichen. Das Zweite, die organisationalen Grenzen. Rosa Luxemburg hat es schon im 19. Jahrhundert gesagt, Genossenschaften stehen immer vor dieser Herausforderung, einerseits demokratische Entscheidungsfindung und Skalierung vermitteln zu müssen. Die Frage, wie kann man das demokratische Element des Wirtschaftens aufrechterhalten, wenn man skaliert? Das stellt sich natürlich in der Plattformökonomie nochmal auf eine andere Art und Weise. Die Plattformökonomie, so wie wir sie kennen, zielt primär auf Skalierung ab. Sie zielt darauf ab, auf First-Mover-Advantages. Sie zielt darauf ab, dass Daten generiert werden, dass im Sinne von Big Data KI angewandt wird, um diese Prozesse zu optimieren. Wie können demokratische Entscheidungsfindungen in solchen Prozessen optimiert werden? Das ist eine der zentralen Probleme, vor denen Plattformkooperativen stehen. Politische Grenzen sind zentral. Rechtsformen sind sehr unterschiedlich in den einzelnen Ländern. In Deutschland beispielsweise, um Mitglied einer Genossenschaft zu werden, muss ich einen Zettel ausdrucken, ich muss ihn ausfüllen, ich muss ihn an die Genossenschaft schicken. Wenn wir uns jetzt sowas wie Vermando überlegen, die einen globalen Marktplatz aufbauen wollen mit NutzerInnen und Mitgliedern, Genossenschaftsmitgliedern in den USA, in Brasilien und Deutschland, dann ist das natürlich eine wahnsinnige Hürde. Das heißt, die politischen Rahmenbedingungen müssen auch so beschaffen sein, dass diese Plattformgenossenschaften überhaupt auf ihre Art und Weise, wie sie das so tun müssten, wirtschaften können. Softwarespezifische Grenzen. Natürlich, klar, diese Plattformgenossenschaften brauchen ein gutes Angebot. Sie müssen in der Lage sein, eine Plattform zu entwickeln, die tatsächlich Usability mit sich bringt. Und im Sinne der ökonomischen Grenzen ist das natürlich problematisch. Diese jungen, kleinen Plattformkooperativen können da natürlich nicht mithalten. Und zuletzt, worum ich mich gerade in meiner Forschung jetzt in diesen letzten Monaten gekümmert habe, ist so ein bisschen auch die Frage nach den bewegungsstrategischen Grenzen. Wenn wir im Sinne, wie ich es eben dargestellt habe, den Plattformkooperativismus auch als eine Art soziale Bewegung verstehen, dann sehen wir sehr unterschiedliche Zielvorstellungen innerhalb dieser Bewegung. Während die einen sehr stark auf die globale Skalierung abzielen, wie beispielsweise Vermondo, wir machen einen globalen Marktplatz, zielen andere Akteure in dieser Bewegung sehr stark auf das Lokale, auf das Regionale, auf das Municipal ab. Sie wollen eigentlich den Plattformkooperativismus in Stellung bringen für lokale Wirtschaftskreisläufe und sich eigentlich als Alternative zu diesen globalen Plattformströmen verstehen. Das ist spannend, weil wir hier einfach sehr unterschiedliche Perspektiven darauf sehen, wie der Plattformkooperativismus überhaupt agieren könnte. Und das ist meine letzte Slide. Was lernen wir jetzt daraus? Unter welchen Bedingungen können denn jetzt solche Plattformgenossenschaften in Orten wie bei Ihnen etwas dazu beitragen, dass lokale Wirtschaftskreisläufe und auch die Kreislaufwirtschaft gestärkt wird? Ich glaube, dass der Plattformkooperativismus dann zu einem gemeinwohlorientierten Wirtschaften beitragen kann, wenn er die folgenden drei Aspekte erfüllt unter gegebenen Bedingungen.
A, ich glaube, die Plattformkooperativen müssten sich gerade auf lokale Netzwerkeffekte fokussieren. Das heißt konkret, es bringt nicht so viel im Sinne von Vermondo, zu versuchen, einen Marktplatz aufzubauen, der tatsächlich in den gleichen Sektoren operiert wie die großen Plattformen. Eine Alternative zu Amazon aufzubauen und versuchen, Amazon vom Markt zu verdrängen, ist unter gegebenen Bedingungen nicht realistisch. Es ist aber realistisch, dass diese Genossenschaften ihren Wissensvorsprung ausnutzen. Denn wenn wir uns beispielsweise eine Plattform angucken wie Uber Eats, Uber Eats weiß sehr wenig aufgrund von ihrer globalen Ausrichtung über die lokalen Gegebenheiten. Wie sind eigentlich die Situationen in einem spezifischen Ort, in einer spezifischen Kommune? Darüber wissen aber lokale Genossenschaften sehr viel. Das heißt, die Beziehungen herzustellen, die für das Funktionieren einer Plattform vonnöten sind, da kann auf lokaler Ebene eine Genossenschaft sehr, sehr viel beitragen. Das heißt, ich glaube, derzeit ist eine Fokussierung auf lokale Netzwerkeffekte, sprich auf Interaktionen, in denen man vor Ort sein muss, ist zentral. Zweitens, wir sollten den Kooperativismus, den Plattformkooperativismus nicht als so einen An-Ausschalter verstehen, dass man einfach sagt, okay, es gibt Plattformen, die sind nicht demokratisch und dann schreiben wir den Code um, das heißt, wir legen den Schalter um und dann werden sie demokratisch. So funktioniert es nicht. Ich glaube, wir müssen Demokratie hier viel mehr als Praxis verstehen, auch in diesen Unternehmen selber. Vor allem die Plattformkooperativen funktionieren gerade gut, die Plattformkooperative auch als Art Community verstehen. Also die aktiv versuchen, die demokratischen Prozesse immer wieder neu zu verhandeln und die versuchen, die Menschen und die unterschiedlichen Stakeholder in der Genossenschaft stärker zusammenzubringen. Das heißt, Demokratie nicht als On-Off-Schalter, sondern als gelebte Demokratie, was natürlich am besten funktioniert, wenn wir uns auf bestimmte regionale Kontexte fokussieren. Und zuletzt, ich glaube, trotzdem sollten wir nicht die Hoffnung und die Idee aufgeben, dass wir von den Plattformen, von der Plattformökonomie die Idee der Skalierung und der globalen Ausrichtung mitnehmen können. Natürlich braucht es das. Wir brauchen eine Vernetzung von den regionalen Kontexten mit den globalen Wertschöpfungsketten. Und ich glaube, diese Einbindung in übergeordnete Netzwerke oder in sogenannte Dachgenossenschaften ist da zentral. Im Sinne der funktionalen Differenzierung ist es, glaube ich, ein sehr vielversprechender Ansatz, wenn wir uns im Sinne von Co-op Cycle darum kümmern, dass es bestimmte Dachverbände gibt, die Plattformsoftware entwickeln, diese weiterentwickeln, wir die aber gleichzeitig in bestimmten regionalen Kontexten zur Anwendung bringen. Und ich glaube, da geht es auch in den letzten Jahren immer mehr hin. Da sind die großen Potenziale, denn dadurch kann man gleichzeitig das Globale der Plattformökonomie zusammendenken mit den lokalen Wirtschaftskreisläufen. Damit ende ich und bedanke mich vielmals für Ihr Interesse und entschuldige mich nochmal für den kleinen Fauxpas mit der Internetleitung zu Beginn. Vielen Dank. Ja, danke, Jonas Benzien. Das war ein exzellenter Vortrag, der, denke ich, auch ganz stark noch einmal einzahlt auf die Frage, wie es gelingen könnte, auch im lokalen Raum, im regionalen Raum einzusteigen. Ich habe ja schon vorher in der Diskussion das Stichwort Bürgergenossenschaft auch genannt. Der Finchka ist schon kreativ auf diesem Weg. Das wäre möglicherweise dann der dritte Bereich der Einbindung in überregionale Netzwerke, aber eben auch die Gemeinschaftsorientierung, Demokratie als Praxis. Und jetzt doch noch einmal meine Frage auch zu den lokalen Netzwerkeffekten, also dieses Ausnützen des Wissensvorsprungs. Wir reden hier, wenn ich es richtig verstehe, und ich habe das auch bei Herrn Helbing herausgehört, wir reden eigentlich von Dienstleistungen, oder? Also im Großen und Ganzen sind es Dienstleistungen und nicht produktionsspezifische Aspekte. Ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Formen von Plattformen, die sehr unterschiedliche Aktivitäten ermöglichen. Mhm. Dienstleistung ist natürlich eine zentrale Art und Weise, also sozusagen Arbeitsbeziehungen etc., aber Marktplätze natürlich auch, sozusagen die Bereitstellung von Gütern etc. pp. Aber natürlich kann man sich auch weitere Anwendungsfelder vorstellen. Mhm. Ja, besten Dank. Also die Impulse, wir sprachen auch vorher schon in der ersten Runde über Impulse. Ja. Was würden auch Sie meinen, diese Partizipation? Also es geht wahrscheinlich schon stark auch noch einmal um Information. Das heißt, man muss potenziellen Akteuren eigentlich die Logik dieses Modells, ich sage mal unter Anführungszeichen dieses Business-Modells, wir sind uns einig, dass es das im klassischen Sinne nicht ist, klar machen vermutlich, ja, um dann mögliche Akteure miteinander zu vernetzen und sie zu motivieren, auch Plattformen zu etablieren.
Aber meine Frage schon noch einmal, es braucht vermutlich eine Art Problemstellung. Sie haben hier mehrere Beispiele gezeigt, sehr schöne Beispiele. Und es geht ja oft auch um beispielsweise Prekariat, ja, in unterschiedlichsten Formen. Das heißt also, wir haben ein Problem und das Problem versuchen wir zu lösen. Ist das so? Ist das immer so? Oder gibt es andere Motive, warum man in diese Plattformökonomie einsteigt? Wissen Sie da etwas aus Ihrer Forschung? Ja, natürlich, klar. Also ich glaube, im Kontext des Plattformkooperativismus gibt es eigentlich zwei Perspektiven, die auch regional sehr differenziert sind. Das eine kommt sehr stark aus den USA, das ist die Frage nach Arbeit, ne, nach dem Prekariat, wie Sie es gerade auch nochmal aufgegriffen hatten. Das liegt vor allem daran, dass diese plattformvermittelte Arbeit in den USA eine riesige Relevanz hat. Also sozusagen nochmal anders als in Europa, sozusagen sehen wir da eine Transformation von traditionellen Niedriglohnsektoranstellungen, die sich sehr stark jetzt mittlerweile auf die Plattformen verschoben haben. Das heißt, da ist die Frage virulent und essentiell. In Europa wiederum, und das ist in vielen europäischen Ländern ähnlich, spricht in dieser Idee des Plattformkooperativismus viel mehr diese Frage nach, wer hat eigentlich unsere Daten? Was passiert mit den Daten? Also sozusagen diese Frage nach Datensicherheit, nach den digitalen Infrastrukturen spielt eine größere Rolle. Und ich glaube, das sind eigentlich die beiden zentralen Stränge, die sich innerhalb dieser Debatte gleichzeitig vollziehen. Die Frage nach, wie können wir eigentlich gute digital vermittelte Arbeit ermöglichen? Und die andere Frage, wie können wir eigentlich digitale Infrastrukturen unseres Zusammenlebens aufbauen, mit denen wir gut leben können? Also wie wollen wir miteinander interagieren? Wie wollen wir demokratisch leben? Das ist sozusagen, glaube ich, sehr stark im europäischen Kontext zentral und assoziiert mit dieser Plattformkooperativismusbewegung. In den USA ist es die Frage nach der Arbeit. So, jetzt um auf Ihre Frage zurückzukommen, was ist die Problemstellung? Also ich glaube, das sind die großen Metaproblemstellungen, die gesehen werden und auf die reagiert wird. Jetzt hilft einem aber auf der Unternehmensebene diese Debatte nicht besonders weiter. Natürlich als Unternehmen, und ich glaube, daran sind auch viele Plattformkooperativen bisher gescheitert, muss man sich fragen, was kann ich mit meiner genossenschaftlich organisierten Plattform eigentlich ermöglichen? Und ich glaube, das ist das, worauf ich abziehen wollte mit den lokalen Netzwerkeffekten, muss man sich fragen, was braucht es in meiner Community, was braucht es in meiner Region als Dienstleistung oder als andere Form von Interaktion, die über eine Plattform organisiert werden kann oder sollte. Nicht alles muss oder kann über eine Plattform organisiert werden. Da muss man sich auch bewusst sein. Die Plattform ist nicht die Antwort auf alle offenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fragen. Aber in den Momenten, wo eine Plattform zentral ist, beispielsweise wenn es darum geht, um die Vermittlung von Dienstleistungen etc. pp., dann muss man sich fragen, okay, welche Stakeholder spreche ich vor Ort an, welche brauche ich und welchen Mehrwert kann ich eigentlich für diese unterschiedlichen Gruppen über die genossenschaftliche Organisation schaffen? Bei der Arbeit liegt es auf der Hand. Wir können versuchen, Arbeitsbedingungen aufzubauen, die selbstbestimmt sind, die nicht fremdbestimmt durch die Plattform sind. Auf der anderen Seite können wir beispielsweise über die Marktplätze versuchen, Strukturen aufzubauen, die auch für die Unternehmen, die über diese Plattform ihre Güter verkaufen oder anbieten, sozusagen besser sind. Beispielsweise Amazon, wer wird eigentlich angezeigt, wenn man etwas sucht? All solche Fragen können natürlich in einer demokratischen Organisation anders diskutiert werden. Aber zentral ist, dass sich die Plattformkooperative bewusst macht, was ist eigentlich das Problem in dem Raum, in dem ich agiere, wie kann ich dieses Problem lösen und welche Stakeholder haben dabei welche Interessen? Ja, danke. Ich schließe nur noch eine ganz kleine Frage an, die natürlich auch noch einmal in theoretischer Ebene diskutiert werden müsste. Im Zusammenhang mit Gemeinwohl reden wir oft auch von Solidarität. Spielt Solidarität in diesen Logiken, die Sie uns zeigen, eigentlich eine Rolle oder sind es doch am Ende eher, ich sage mal, soziale Marktwirtschaftsprinzipien? Eine Dienstleistung wird gebraucht, also versuche ich sie über eine Plattform zu organisieren. Ist die Solidarität ein Gedanke, der da einzahlt auf das Funktionieren solcher Plattformen oder eben nicht? Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die ich tatsächlich jetzt gerade untersuche, also auch empirisch, indem ich mich mit diesen Plattformgenossenschaften auseinandersetze. Und ich glaube, das läuft sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, was Trevor Scholz gesagt hat im August bei ihrem Treffen. Mir gegenüber betont er immer sehr stark, dass wenn er dieses Konzept denkt, es für ihn um Wirtschaftlichkeit geht. Für ihn geht es bei Plattformgenossenschaften um Unternehmen. Und ich glaube, damit ist er sozusagen, da aus dem US-amerikanischen Kontext kommend, sehr stark aus dieser Arbeitsperspektive argumentieren. Solidarität spielt dabei im genossenschaftlichen Sinne eine Rolle, dass man eine Gemeinschaft zur Selbsthilfe
aufbaut. Also man versucht, sich gegenseitig zu helfen, indem man ein genossenschaftliches Prinzip aufbaut. Aber nicht darüber hinaus. Also sozusagen, das ist sozusagen so ein bisschen natürlich die Grenze des klassischen genossenschaftlichen Modells. Jetzt sehen wir aber genau diesen anderen Strang eigentlich, was ich versucht habe, mit dieser Gemeinwohlorientierung zu umreißen. Wo kann dieses Prinzip vielleicht sogar darüber hinausweisen, über die klassische soziale Marktwirtschaft? Und natürlich ist das jetzt gerade noch ein bisschen voluntaristisch. Beispielsweise Coop Cycle sagt, wir wollen uns fokussieren auf nachhaltige Unternehmen, für die wir ausliefern, oder auf nachhaltige Restaurants etc. Das muss natürlich nicht so sein. Man könnte sich Coop Cycle auch denken als ein klassisches Unternehmen, was alle möglichen Restaurants beliefert. Also das bleibt noch voluntaristisch, aber wir sehen, dass sich doch immer stärker in diesen Plattformgenossenschaften eben auf diese Gemeinwohlaspekte fokussiert wird, eben weil man hofft, sich darüber auch von anderen Plattformen abgrenzen zu können. Also man versucht, sich in einer Art Nischenmarkt sagen, über diese Gemeinwohlorientierung, über die Solidarität als Aspekt sozusagen abzugrenzen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der zweite Strang, den wir sehen. Ich glaube, dass es gut ist, das ist meine persönliche Perspektive, dass es diese beiden Aspekte innerhalb der Bewegung gibt. Ich glaube, die profitieren voneinander und es sollte nicht darum gehen, die voneinander wegzudividieren und zu sagen, das eine ist anders als das andere. Ich glaube, wenn man versucht, beide Aspekte gleichzeitig als Teil der gleichen Bewegung zu verstehen, dann gewinnen beide davon. Aber klar, Solidarität ist in vielerlei Hinsicht sozusagen nicht das primäre Ziel, sondern vielleicht ein Nebeneffekt von dieser gemeinschaftlichen Selbsthilfe. Ja, besten Dank. Ohne es im Detail überlegt zu haben, aber ich glaube, dass das ein vernünftiger Vorschlag wäre, dass man das eine mit dem anderen verknüpft eben. Ja? Also den solidarischen Gedanken jedenfalls im Spiel behält, weil, so denke ich mir zumindest, man ansonsten nicht imstande ist, klassische Marktwirtschaften oder auch soziale Marktwirtschaften zu bewegen, die Transformation voranzutreiben. Ja? Damit wieder zurück zu Dirk Helbing, ja, der ja auch gezeigt hat, Stichwort Klimawandel, aber auch andere Rahmenbedingungen, die einen Wandel notwendig machen. Ja. Und wie gelingt es am Ende, und da scheitern vielfach auch die Diskussionen, wie gelingt es, klassische Marktwirtschaften auch zu überzeugen, dass eine Transformation Sinn macht. Und deswegen das eine nicht mit dem anderen auszuspielen, sondern beide im Spiel zu behalten, so wie Sie es jetzt auch aufgezeigt haben, könnte vielleicht der Königsweg sein. Es ist immer ein Kompromiss, aber es ist ein Weg, den vielleicht viele bereit sind, dann auch mitzugehen. Ich würde mich der Chatmeldung von Andreas Oberhofer, der geschrieben hat, Applaus an alle, anschließen und Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Ausführungen, Herr Benzien. Die haben uns noch einmal viele Möglichkeiten aufgezeigt, wie man konkret in die Diskussion umsetzungsorientiert, Stichwort Plattformökonomie, auch im lokalen und regionalen Raum einsteigen könnte. Ich darf danach sagen, dass Sie ja danach auch dabei sind in der Session Nummer 1 mit Armin Bernhard. Also das ist auch noch einmal wichtig zu betonen. Sie sind noch da. Danke auch dafür. Ich darf hier noch andeuten, dass bitte Sie noch einmal aufgefordert werden, dass Sie sich in die Sessions einbringen, sich auch bitte anmelden, sonst funktioniert das System nicht. Und zweitens, wenn Sie Probleme mit dem Zoom haben, verwenden Sie die letzte Version, das Update, dann funktioniert das auch unter technischen Gesichtspunkten noch besser. Wenn es keine Fragen und Hinweise mehr gibt, noch einmal danke an Jonas Benzien. Wir gehen jetzt in eine Pause starten um 14 Uhr mit einem dritten hochinteressanten Vortrag heute, bevor es dann in die